Wenn ihr jetzt noch weitere Websites. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll sich alles um Websites drehen. Ich habe so ein Video ja schon mal gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, findet ihr es hier oben in dem i oder sonst auch nochmal in der Infobox. Und die heutigen Websites habe ich so besonders für Schüler und Studenten rausgesucht. Also ja, ich habe jetzt so gemacht, weil das ist natürlich nicht nur für Schüler und Studenten. Aber ich dachte mir, das könnte ganz hilfreich alles sein, wenn man sich gerade in der Abi-Vorbereitung befindet oder in der heißgeliebten Prüfungsphase in der Uni. Ja, Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch solche Videos gefallen und mir auch in die Kommentare schreibt, welche der Websites euch am besten gefallen hat. Und jetzt ganz viel Spaß dabei. Ganz egal ob Uni oder Schule, ihr kennt mit Sicherheit diese Situation, dass ihr irgendwelche Texte lest oder irgendwas übersetzen müsst und euch Google Übersetzer nur richtigen Schwachsinn ausspuckt. Eine coole Website da ist deeple.com. Da könnt ihr so ganze Texte eingeben, also eigentlich ganz ähnlich wie Google Übersetzer. Ihr könnt hier auch verschiedene Sprachen auswählen und dann übersetzt er euch den eben direkt jetzt hier in meinem Fall zum Beispiel in Deutsch. Es macht natürlich trotzdem Sinn, den nochmal durchzulesen und eventuell zu korrigieren. Aber ich finde, dass diese Übersetzungen viel besser sind und viel mehr Sinn machen auch. Ihr könnt hier noch so einzelne Wörter irgendwie anklicken und Synonyme dafür finden oder auf der anderen Seite die Wörter anklicken und dann die direkte Übersetzung dafür bekommen. Oben auf der Seite könnt ihr außerdem auch noch zu Lingui wechseln. Das ist so eine Website, die ich ganz gerne benutze, wenn ich einzelne Wörter übersetzen will. Aber für ganze Texte finde ich DeepL ganz cool. In meinem Studium musste ich mega viele Präsentationen erstellen und das war dann tatsächlich irgendwann meine Motivation, weil ich es super öde fand. Immer irgendwie das Gleiche. Hätte ich da mal schon die Seite Genially gekannt? Da kann man Online-Präsentationen erstellen. Man muss sich ein Benutzerkonto erstellen und da kann man auch eben auswählen, ob man so ein Premium-Konto möchte oder ein ganz normales. Ich habe jetzt hier ein normales Konto. Wenn man Premium-Mitglied ist, dann zahlt man und dann kann man auch noch mehr Vorlagen verwenden. Man kann auf der Seite nicht nur Präsentationen erstellen, sondern auch noch irgendwelche anderen fancy Sachen, Poster und so ein Kram. Aber bleiben wir jetzt einfach mal nur bei Präsentationen. Ich finde es ganz cool, weil die so animierte Templates haben. Und wenn ihr das dann ausgewählt habt, dann könnt ihr alles Mögliche anpassen. Leute, ihr habt unendlich viele Möglichkeiten. Und damit macht Präsentationen erstellen auf jeden Fall wieder Spaß, weil man viel kreativer sein kann, habe ich so das Gefühl. Man kann auch so Verlinkungen hier erstellen und dann da so später drüber fahren, dann sieht man das. Und wenn man kein Premium-Mitglied ist, dann nutzt man am besten online den Vollbildmodus und dann kann man da auch seine Präsentationen halten. Wir kennen es doch alle, oder? Wir werden ohne das Internet völlig aufgeschmissen, googeln random Sachen, komplett irrsinnigen Quatsch, einfach alles, was einem gerade so in den Sinn kommt. Was war das letzte sehr Verrückte, was ihr gegoogelt habt? Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. Anstatt aber alles immer nur zu googeln, könnte man doch auch mal eine Seite benutzen, mit der man mit seinem Schwachsinn auch noch was Gutes tut. Ecosia.org pflanzt nämlich Bäume durch Suchanfragen, also ungefähr 45 Suchanfragen werden benötigt, um einen Baum zu pflanzen. Man kann auf der Seite auch nochmal nachlesen, wie genau das funktioniert. Ich habe die Seite auch erst vor kurzem für mich entdeckt und ihr seht, das ist einfach eine ganz normale Suchmaschine und ihr bekommt ganz normal die Antworten ausgespuckt. Was mich direkt zu meiner nächsten Seite bringt, und zwar fragmutti.de. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann ist das jetzt auf jeden Fall eure Lebensretterseite. Da findet man Infos zu allem, was man sich nur vorstellen kann. Also alles, was man Sinnloses einfach googeln würde, kann man dort auch einfach nachschauen. Wie kocht man Reis? Was macht man gegen Schnupfen? Welche Hausmittel gibt es gegen sonst was? Also schaut da unbedingt mal vorbei. Wenn ihr auch zu diesen Menschen gehört, denen die Couchabende heilig sind, dann kennt ihr ja wahrscheinlich diese Situation, dass man möglichst lange da noch sitzen bleiben möchte und den Film fertig schauen und deswegen ausrechnet, wie lange man theoretisch noch schlafen kann, um dann zu beschließen, das reicht noch. Ja, da kanntet ihr auch Sleepy Time noch nicht. Die Website ist super simpel gehalten, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt nämlich einfach eingeben, wann ihr aufstehen müsst und dann sagt die euch, wann ihr am besten ins Bett geht. Oder auch andersrum, ihr wisst, wann ihr ins Bett geht, aber noch nicht ganz genau, wann ihr aufstehen sollt. Auch hier rechnet euch die Seite den optimalen Zeitpunkt aus. Als ich mich damals informiert habe, was ich denn studieren könnte, habe ich ganz viel Zeit am Computer verbracht und mich auch mit Menschen unterhalten und einfach so irgendwie versucht herauszufinden, was zu mir passt. Und ich werde auch von euch ganz oft gefragt, ob ich dann meinen Studiengang weiterempfehlen kann. Hätte ich damals die Seite studicheck.de schon gekannt, hätte mir das die Suche auf jeden Fall ein bisschen erleichtert.
Auf der Seite sind nicht nur die beliebtesten Studiengänge oder auch die beliebtesten Hochschulen und Universitäten aufgelistet, sondern man kann auch gezielt nach Studiengängen suchen und sich da die Bewertungen durchlesen. Also das hier ist jetzt zum Beispiel mein Studiengang an meiner Hochschule. Und man kann einfach sehen, was andere so sagen, ob die den Studiengang weiterempfehlen würden oder was denen daran nicht so gut gefällt. Mehr gute Studi-Infos gibt's übrigens auf dieser Seite, und zwar studizeiten.de. Das ist mehr so ein Blog, aber ich finde, der ist ganz cool geschrieben mit relativ nützlichen Tipps, zum Beispiel so zum Thema Hausarbeit schreiben oder auch, warum man als Student eine Steuererklärung machen sollte und wie man da Geld sparen kann und auch sonst so ganz allgemeine Tipps. Also, falls ihr da irgendeine konkrete Frage habt, dann schaut auf jeden Fall auf dieser Seite mal vorbei. Vielleicht wird die dort ja beantwortet. Und auch diese Situation trifft wahrscheinlich nicht nur auf Studenten zu. Ja, der leere Geldbeutel. Niemand bezahlt einen mittlerweile mehr dafür, dass man im Haushalt hilft. Ja, true story. Dann solltet ihr vielleicht mal bei studentjob.de vorbeischauen. Da könnt ihr einfach ganz gezielt schauen, welche Jobs gibt es so in eurer Umgebung. Ihr könnt da nämlich eingeben, jetzt zum Beispiel Nebenjob. Später könnt ihr da auch noch weitere Filter setzen, auch Sprachen und so weiter. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, was es da so gibt. Und wenn ihr euch dann bewerben möchtet, dann müsst ihr euch einfach auf der Seite noch einen Account erstellen, weil wenn man sich bewirbt, dann kann man das ja nicht nur komplett anonym machen, sondern dann muss man ja irgendwo mit seinen Daten hinterlegt sein. Und dann kann es auch schon losgehen. Diese Tage, an denen man so richtig motiviert ist und sich vornimmt, heute kriege ich ganz viel geschafft und dann geht's auch irgendwie gut los und man ist produktiv im Flow und dann hat man aber vielleicht doch mal einen Hänger und ja, was passiert dann? Dann klickt man YouTube an und Facebook an und Pinterest und Instagram und zack, ist die ganze Zeit vorbei. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann braucht ihr vielleicht Self-Control. Das ist ein Plugin, was man sich runterladen kann. Und wenn man das dann installiert hat, kann man einstellen, wie lange bestimmte Websites geblockt werden sollen. Die kürzeste Zeit sind 15 Minuten und dann erstellt man so eine Art Blacklist. Entweder man gibt selber die ganzen Links ein oder man geht einfach hier auf die häufigsten Seiten, die gerne geblockt werden oder geblockt werden müssen. Und dann startet man das Ganze, dann sieht man da so einen Timer. Und wenn man jetzt Webseiten anklickt, wie beispielsweise Facebook oder auch Pinterest, dann sieht das einfach so aus, als hätte man keine Verbindung zum Internet. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, könnt ihr die Seiten wieder ganz normal benutzen. So, und wenn mein Website-Tipp von vorhin nichts gebracht hat und der Geldbeutel immer noch leer ist, ihr aber trotzdem gerne shoppen möchtet, dann schaut auf jeden Fall vorher bei My Uni Days vorbei. Da findet ihr nämlich alle Rabatte und Aktionen für Studenten. Also ihr könnt sehen, wie viel Prozent ihr bei welcher Marke bekommen würdet, wenn ihr zum Beispiel jetzt online bestellt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien: Fashion, Beauty, Lifestyle, Fitness, Technik. Also bevor ihr irgendwas einkaufen wollt, sage ich euch, schaut da auf jeden Fall vorbei, dann könnt ihr nämlich was sparen. Wenn ihr jetzt noch weitere Websites kennt, die eurer Meinung nach jeder Schüler und Student kennen sollte oder auch sonst jeder Mensch, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was es da noch so zu entdecken gibt. Hier findet ihr wie immer außerdem mein letztes Video. Das war meine motivierende Morgenroutine, also wie ich so meine Vorsätze einhalte. Und da könnt ihr meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Immer dienstags um 15 Uhr gibt's was Neues, falls ihr das noch nicht wusstet. Yay! Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bye. Bye.